Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness. Du weißt ja, dass wir uns quasi leidenschaftlich mit dem Thema beschäftigen, was kann Frauen, was kann Unternehmerinnen in die Bewegung bringen, und zwar nicht nur in irgendeine Bewegung, sondern so, dass sie fühlbar in eine neue Stufe ihres unternehmerischen Erfolges einsteigen. Und wir gucken da immer in unterschiedliche Aspekte. Das sind manchmal ganz fachliche Aspekte, die vielleicht aus dem Marketing, aus dem Vertrieb, aus der eher betriebswirtschaftlichen Betrachtung, sage ich jetzt mal, kommen. Und du weißt auch, dass wir oft auch auf die anderen Faktoren schauen, die nämlich hier zwischen den Ohren stattfinden. Und wir wollen heute mit dir sprechen über ein Thema, das wir ganz oft wiederfinden, wenn wir mit unseren Mentees zusammenarbeiten und wenn wir gemeinsam schauen, wo hakt es denn eventuell noch? Und uns ist da ein ganz besonderes Thema aufgefallen, nämlich das Thema Eigenverantwortung. Ja, ein großes Feld, ein sehr großes Feld, denn die Eigenverantwortung wirklich zu übernehmen, öffnet so riesengroße Türen. Das hätten wir vielleicht früher auch gar nicht erwartet, aber jetzt zu sehen, dass diejenigen, die wirklich dieses Zepter in die Hand nehmen, auf dem da ganz groß Eigenverantwortung eingraviert ist, zu sehen, wie sehr sie nach vorne galoppieren, das ist natürlich für uns eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und wir haben festgestellt, dass diese Frauen, die dieses Zepter jetzt in der Hand haben und schnell nach vorne galoppieren, dass die eine ganz, ganz wichtige Aktion hinter sich gelassen haben. Und das ist die Vergebung. Ja. Es ist wirklich gelungen, ja, Dingen zu vergeben, Menschen zu vergeben, Umständen zu vergeben. Und deswegen möchten wir mit dir heute einfach nochmal dahin gucken, welche Dinge sind es bei dir, welche Personen sind es bei dir, bei denen eine Vergebung stattfinden muss, damit du in die Lage kommst, die Verantwortung für dein Leben, für dein Business einzig und allein bei dir zu suchen? Also die Frage lautet, ne, manchmal gibt es ja über viele, viele Jahre diesen Eindruck, dass uns etwas oder vielleicht eben auch jemand daran gehindert hat, wirklich weiterzukommen, wirklich nach vorne zu gehen, wirklich im unternehmerischen und auch im persönlichen Sinne zu wachsen. Und dann verheddern wir für uns vielleicht über mehrere Jahre hinweg in so einer Geschichte, die im Grunde genommen sich darum dreht, dass es so Schuldzuweisungen gibt. Und manchmal werden diese Schuldzuweisungen lauter, manchmal tragen wir sie nur im Inneren mit uns. Mensch, wäre das doch damals mit meinen Eltern in der und der Phase anders gelaufen? Wäre ich vielleicht in meiner Familie in eine andere Position gekommen? Hätte ich vielleicht genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie meine älteren Geschwister? Hätte man mir vielleicht damals, als ich in meinen ersten Beruf eingestiegen bin, ein bisschen mehr Guidance gegeben und hätte mich da vielleicht ein bisschen besser beraten? Das kann wirklich alles Mögliche sein, aber solche Schuldzuweisungen, die noch nicht mal so sehr ein Anklagen sein müssen, halten uns eben, wie gesagt, oft davon ab, zu sagen, jetzt nehme ich diese wichtige Verantwortung in die Hand. Und du darfst dich vielleicht an dieser Stelle auch einfach mal fragen, wem oder vielleicht auch was ist es Zeit zu vergeben? Also mit wem oder auch mit was, mit welchem Umstand, ist es jetzt Zeit, einfach mal Frieden zu schließen? Und vielleicht gelingt dir das auch nicht ad hoc, jetzt so auf Fingerschnipp. Vielleicht schließt du einfach dafür mal deine Augen, nimmst so ein paar tiefe Atemzüge und lässt einfach mal Bilder in dir aufsteigen und vertrau einfach auch der Tatsache, dass alle Impulse, alle Bilder, alle Worte und alle Begriffe, die dir jetzt vielleicht geschickt werden, dass die ihre Relevanz haben. Und gönn dir einfach mal ein paar Minuten. Du kannst auch dafür diese Aufnahme oder auch dieses Video gerne mal auf Pause setzen und lass diese Bilder, diese Worte, diese Begriffe in dir aufsteigen. Und dann schau mal, mit wem oder mit was ist es Zeit, wirklich in den Frieden zu gehen. Ich meine, das ist der absolut erste Schritt. Wir können nicht in eine echte Position der Eigenverantwortung gehen, wenn wir dieses Spiel der Schuldzuweisungen nicht heute unterbrechen und wenn wir uns nicht dafür als allererstes entscheiden,
dass uns das abhält vom Vorwärtsgehen. Und wir können diese und wollen diese Last nicht mit uns schleppen. Es wird nicht funktionieren, uns wirklich frei auch diesem Zustrom des Neuen mal so richtig zu widmen. Und dafür müssen wir wirklich erst die Friedenspfeife rauchen. Und nimm dir ruhig dafür ein bisschen Zeit, genau die Zeit, die du brauchst. Ja, wir hoffen, du nutzt diese Zeit gut. Du hast sie jetzt vielleicht schon gut genutzt, die Zeit mit dir in der Stille, in der einfach Begriffe aufploppen durften, Bilder aufploppen durften. Für all diejenigen, denen es schwerfällt, in diese Ruhe zu gehen und in das Vertrauen zu gehen, dass da schon gute Informationen kommen, die haben noch eine zweite Möglichkeit. Nämlich überprüfe mal, welche Geschichte du Menschen erzählst, die du vielleicht auch neu kennenlernst. Welche Geschichte über deinen beruflichen Werdegang, welche Geschichte über die Familie und Beruf, Tatsachen erzählst du, wenn du jemanden ganz neu kennenlernst. Und dann achte mal auf die Kausalitäten, die du herstellst. Also, weil ich ja dann, bla bla bla, 1900 XXX, 3 Kinder bekommen habe, habe ich dann, weil ich mich für das falsche Studienfach entschieden habe, war es mir ja nicht möglich. Was auch immer du dir erzählst, wir alle ehrlich gesagt haben natürlich eine solche Geschichte, ich nenne sie jetzt auch provokant mal eine solche Legende, aber welche Geschichte ist es, die du dir erzählst? Und dann achte doch bitte nochmal darauf, auf diese Wendungen, auf diese Erklärungen, mit denen du vielleicht auch sagst, warum du irgendeinen sehr verheißungsvollen Strang nicht verfolgt hast, wie du dir und anderen diese Geschichte verkaufst. Darin liegen auch oft nochmal ganz, ganz gute Punkte der Vergebung, des Friedens und der Integration sozusagen unseres Lebensstrangs in unser ganzes Leben. Und wir sind sehr, sehr, sehr gespannt darauf, was du da findest. Auf jeden Fall ist diese Friedenspfeife, die Susi schon angesprochen hatte, ein wunderbarer Anfang für eine nächste Erfolgsstufe. Und die wünschen wir dir. Auf jeden Fall. Und was zu dieser nächsten Erfolgsstufe vor allen Dingen gehört, ist, dass du auch wirklich dann diese Story, diese Legende einfach mal dich entledigst. Vielleicht verbrennst du sie, vielleicht zerreißt du sie, vielleicht wirfst du sie irgendwo in einen Fluss und sagst, weißt du was? Tschüss. Du hast mich bis jetzt begleitet, aber so long. Ich gehe jetzt anders weiter, nämlich ich übernehme jetzt die Verantwortung. Und das wäre der nächste wichtige Schritt, dass du wirklich sagst, ich übernehme jetzt in absolut vollem Maße die komplette Verantwortung für mein Leben, für die nächsten Schritte, die ich gehe, für die nächsten Entscheidungen, die ich treffe, für die nächsten Verpflichtungen, die ich eingehe, für die nächsten Commitments, die ich mit mir treffe, und zwar voll und ganz. Und du darfst gerne auch noch den nächsten Satz vervollständigen, der sozusagen die Tür öffnen soll zu der Größe, zu dem Leben, das da auf dich wartet und in das du neu einsteigen willst. Und der Satz beginnt mit den Worten: Ich erlaube mir ab sofort. Pünktchen, Pünktchen. Genau. Und du darfst jetzt einfach mal dich zurückziehen, nimmst vielleicht einen schönen Stift in die Hand und überlegst mal, zu was gibst du dir jetzt ganz offiziell die Erlaubnis? Ich erlaube mir jetzt oder ab sofort Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wenn du Lust hast, teile es gerne mit uns. Du kennst unsere E-Mail-Adresse vielleicht schon, das ist sun, wie die Sonne, @up-lift.de, und wir freuen uns immer tierisch, wenn wir von euch hören, wenn wir von euch Nachrichten bekommen. Und wenn du Lust hast, dann schreib uns einfach mal, zu was du dir jetzt die Erlaubnis gibst. Wir sind gespannt.